Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wie ihr entweder schon im Titel lesen könnt, das weiß ich noch nicht, wie ich das Video nenne, aber es wird auf jeden Fall ein Infovideo sein, denn wie ihr bestimmt schon auf Instagram mitbekommen habt oder in unserem Discord, gibt es eine Umstrukturierung bzw. gab es eine Umstrukturierung von diesem Kanal und einem anderen. Und um das soll es heute in diesem Video gehen. Ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Also so, dann fange ich mal an. Und zwar, ich bin sehr glücklich gerade. die Umstrukturierung beinhaltet diesen Kanal, Eva Maria Zone, meinen Zweitkanal, Super Maria, und mein Twitch-Kanal, Super Maria 98. Also, mein Mann und ich, wir haben uns hingesetzt und haben überlegt, was wir so Neues machen wollen, beziehungsweise was wir überhaupt machen wollen. So. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich gerne mal einen Gaming-Account haben möchte, beziehungsweise einen Gaming-Kanal. Und das ist der Super Maria-Kanal, den ihr auf jeden Fall in der Infobox findet. So, contentmäßig wird sich hier auf diesem Kanal Eva Maria Zone nichts ändern. Mein Mann wird auch ab und an immer noch dabei sein bei Challenges, bei Vlogs, bei Serienvorstellungen oder auch bei anderen Videos, wenn er dabei sein möchte. Das wird alles so bleiben wie gehabt. Es ist nur etwas, das mehr dazu kommt. Also es wird hier jetzt nichts weggestrichen oder wegfallen, das auf keinen Fall. Was dazu kommt, ist dann der Super Maria Account. Da sind jetzt schon die Final Fantasy Let's Play Reihe hochgeladen. Alle, bis auf ein, zwei, die ich verloren habe unterwegs. Alle Let's Play schon hochgeladen, dass der Kanal belebt ist. Also sie wurden von Super Slate auf Super Maria gezogen, ne? Das war echt stressig. Aber ich bin froh, dass das jetzt alles gemacht ist. Und mit Twitch, ich weiß nicht, ob einige von hier auch auf Twitch waren. Wenn nicht, wäre es nicht schlimm, ne? Es ist eigentlich gar nicht schlimm. Aber ich habe ja die ganze Zeit über Super Slate auch gestreamt. Ja, das fällt jetzt auch weg. Ich habe jetzt auch meinen eigenen Twitch-Kanal namens Super Maria 98. Dort ging es gestern los. Also gestern, Dienstag, habe ich das erste Mal Magic gestreamt. Und ja, also ich kann jetzt noch nicht sagen, wie es läuft, denn ich drehe das vor den Dienstag, also am Montag. Also von daher. Aber wird bestimmt sehr cool. Ich bin einfach wirklich gespannt, wie das Ganze dann auch jetzt noch weiterläuft. Ja, also das freut mich sehr. Ja, das ist eigentlich... Ah ja, was ich noch sagen möchte. Bei Instagram gibt es nur meinen Eva-Maria-Zone-Kanal. Also den Eva-Maria-Zone. Da wird alles drüber laufen, was ich Privates teilen möchte. Irgendwelche Bilder, die ich halt so schieße. Content, den mein Eva Maria Zone YouTube-Kanal angeht und auch den Content von Twitch und YouTube von Super Maria. Wird alles über Eva Maria Zone laufen, denn ich habe das auch, die YouTube-Konten sind auch über eine E-Mail, also das wird ja gar nicht irgendwo getrennt. Das wollte ich am Anfang machen, aber das ist alles nicht unnötig, aber für mich ist es zu viel differenzieren und dies, das. Und vielleicht hat ja auch jemand Bock von dieser Community, von Eva Maria Zone, mal in den Game reinzugucken. Denn es werden auch immer wieder dann Umfragen kommen, was ihr sehen wollt. Was vielleicht auch die Leute sehen wollen von Eva Maria Zone auf meinem Super Maria Kanal. Könnt ihr auch dann jedes Mal mitentscheiden. Die Umfragen werden auch auf Instagram gestellt. Und da wird dann auf jeden Fall immer auch was für euch dann dabei sein, die von Eva Maria Zone kommen. Es wird jetzt nicht nur auf die Community, also klar wird sich da auch eine Community bilden, die nur auf Gaming aus ist, aber es wird auch auf jeden Fall immer Content dabei sein für die Leute, die jetzt von diesem Kanal kommen. Da wird keiner irgendwie ausgeschlossen. Deshalb bin ich sehr gespannt auf diese Reise, wo mich das hinbringt, wo es uns hinbringt, wie wir wachsen,
Ja, wenn du dann ein Teil davon sein möchtest, von diesem ganzen Großen, dann abonniere mich doch gerne hier auf diesem Kanal. Schau dann auch bei Super Maria mal rein. Momentan kann ich dort leider noch nicht mit irgendwelchen Variationen dienen, denn wie schon gesagt, nur Final Fantasy. Aber das wird sich auch ändern. Und ja, würde ich sagen, war's das von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, diese Neuigkeit ist sehr cool. Ja, also nicht, dass es irgendwie denkt, oh mein Gott, oh nein, sondern es ist einfach nur ein Mehrwert, der dann dadurch geboten wird. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, wo ihr abonnieren wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bye!